Nicht aus der Zukunft. Was laber ich denn da für ein Mist? Was laber ich da? Bloß wie kommen wir jetzt an die restlichen Kubi ran? Das ist die große Preisfrage. Weil das ist ja eigentlich schon die letzte Area. Und alles, was wir hier noch aufsammeln können, sind Anti-Würfel. Anti-Kugelbusse. Aber wie kommen wir da ran? Und vor allen Dingen, wo müssen wir eigentlich hin? Und vor allen Dingen, was ist das hier für eine Tür? Beziehungsweise, was sind das hier für mehrere Türen? Ich. Aha. Das sind tatsächlich Abkürzungen, so wie es aussieht. Es kommt mir zumindest so vor, als wären das hier alles Abkürzungen. Wenn ich mir das hier so angucke, aber. Wie zum Henker? Komme ich hier weiter? Weil es dann doch etwas verwirrend ist. Mein, brauche ich dafür einen bestimmten Anti-Würfel oder? Wo sich hier tatsächlich, wie ich ge mir gedacht habe, noch das Wasser ablassen? Und wie bewerkstellige ich das dann? Irgendwie hört sich die Musik an wie ein bisschen, ja, akustisch verpixelte. Ich glaube, das passt relativ gut. Akustisch verpixelte Animal Crossing Musik. So. Und so. Und dann da rein. Dann kommen wir zurück zum Leuchtturm. Was müssen wir hier machen? Wir sollten ja auf jeden Fall, auf keinen Fall wieder in die schwarzen Löcher rein. Eine Katze, die nach einem Schmetterling schnappt. Ist das nicht süß? Wie kann man hier das Wasser ablassen? Das ist jetzt die große Preisfrage, die mich beschäftigt. Weil ich bin mir zu 100% sicher, hier muss man irgendwie das Wasser ablassen. Aber wie? Und uns fehlt noch hier irgendwo eine Area. Da. Weil ansonsten haben wir hier alles. Nein, nein, du bleibst schon hier. Möchten wir tatsächlich da rein? Ist das unser Begehr? Ich gucke erstmal kurz hier so auf der Map rundherum, wo wir hier überall hinkommen. Und was hat das ganze Goldene damit zu tun? Ich bin so verwirrt. Hier hat es überall noch Rätsel, die ich nicht verstehe. Ich muss mir das echt nochmal richtig angucken hier. Da hat es auch ein Rätsel. Hier hat es überall Rätsel und ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Da muss ich noch hin. Weil es hier anscheinend irgendwas gibt. Ach, ich kann hier auch drehen. Schwenken kann ich auch, so ein bisschen. Also ich glaube, wir wollen dann doch dahin. Ist das hier? Oder ist es da unten? Nee. Das ist eindeutig das da oben, glaube ich. Hoffe ich. Aber ganz ehrlich, ich bin so ganz langsam etwas überfragt. Deswegen möchte ich dorthin, wo keiner zuvor gewesen sein sollte.
So, jetzt sind wir hier. Da möchte ich gerne hin, weil ich wissen will, was es da gibt. So, haben wir schon mal das definiert. Da sind immer noch schwarze Löcher. Die wir einfach mal spontan ignorieren. Weil wir wissen wie. Diesen Schalter hier, den möchte ich gerne runterdrücken. Einfach so. Wie komme ich da hin? Oh, ich muss hier ganz vorsichtig sein. Ansonsten bin ich bei Zeiten he. Und vor allen Dingen, wie komme ich an die Kiste ran? Das ist mir gerade aufgefallen. Hier ist noch eine Kiste. So war das jetzt nicht gedacht. Wie komme ich an diese Kiste ran? Das ist jetzt die große Preisfrage 2014. Kann ich die... Nee, die Kiste kann... Doch, die Kiste kann ich hochheben. Dann kann ich wahrscheinlich das hier einfach reindrücken. Eine Tür! Eine Tür! Genau das, was ich haben wollte. Das kann ich jetzt eigentlich hier hintun. Du hast es geschafft! Du hast einen Geheimgang entdeckt! Ja, schön! Und jetzt werden wir diesen Geheimgang erforschen. Einfach, weil ich zu blöd für das Rätsel war. Ah, und weil ich zu blöd war, einfach zu gucken, ob es vielleicht irgendwie die Möglichkeit gibt, diesen Würfel hoch zu... Ach, du heilige Scheiße. Ich ahne fürchterliches. Ich ahne fürchtersames. Weil die hat schon wieder so einen Schalter. Der möchte bestimmt wieder von irgendeinem Würfel betätigt werden. Das ist ja mal sehr interessant. So, wir möchten diesen Würfel aufsammeln. Möchten uns dann auf diese Plattform schwingen. Möchten dann warten, bis diese Plattform hier nach oben fährt. Weil ich nicht glaube, dass unsere Reichweite reicht. Versuch war es wert. Nein! Okay, das reicht eindeutig nicht. Unsere Reichweite ist leider... Unsere Sprungreichweite ist leider nicht hoch genug. Um das so hinzubekommen. So, einmal bitte nach oben. Danke. Einmal bitte nach oben. Ich sagte nach oben. Danke. Und dann einmal da drauf. Und schon ist das Ganze um einiges höher. Das sieht ja schon mal sehr anders aus. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Oh mein Gott. Ein Geheimgang. Ein Geheimgang. Oh Gott, mit einem weiteren Kistenrätsel. Wie bekomme ich die Kiste hoch? Ohne, dass wir großartig viel springen müssen. So fühlt sich das zumindest an. So. Und schon ist das nächste Ziel in Sichtweite. Das geht ja jetzt richtig ordentlich voran. Das freut mich.
Ein großer Kugelbus. Ein großer Kugelbus. Gib her. Gib, 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 gib. Juhu. Und wir haben einen weiteren großen Kugelbus. Damit haben wir 21. Ich gucke mich vorher noch mal kurz um. Ja, das reicht. Zum Umgucken. Nur, was machen wir jetzt? Wie kommen wir jetzt weiter? Ich glaube, ich werde mich weiter in der Karte umgucken. Die hat uns ja relativ gut geholfen. Aber... die Karte... die knöpfen wir uns erst nächstes Mal vor. Denn es ist schon wieder Zeit. Und da würde ich mal sagen... viel Spaß, meine lieben Indie-Freunde. Bei was auch immer ihr noch macht. Und... wupp. Tschüss.